me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Schon bei über 50.000 und das ist einfach der Wahnsinn. Auf jeden Fall werde ich eine Verlosung dafür machen und das zählt dann auch für den vierten Advent, wie ihr gerade in den ersten paar Teilen gesehen habt. Da habe ich euch Videoausschnitte eingeblendet von einem Stirnriemen. Und zwar ist das der Stirnriemen, den ich euch verlosen werde. Und dazu gibt es dann einmal einen Lia und Alfie Kalender. Und ja, ich habe den euch ja noch nie so ganz gezeigt, deswegen werde ich euch den jetzt auch erstmal vorstellen. Und zwar haben wir als Titelblatt erstmal halt nur, wie Alfie und ich an der Nordsee waren. Und dann halt hier mein Logo. Hoppala. Dann für den Januar fängt es mit diesem Bild an. Das ist schon recht lange her. Das war letztes Jahr im Winter. Hier sieht man auch noch den Stern. Da hatten wir nämlich, haben wir Alfie auch geschoren. Da haben wir ja als Muster Sterne genommen. Im Februar haben wir dieses Bild. Das war auf dem Turnier in Lengerich. Da kamen wir gerade aus der Platzierung und ja. Im März habe ich hier ein Bild. Das war in einer A-Dressur. Im April ein Wiesenbild, was Mama mal von uns geschossen hat, als ich gerade Alfie von der Wiese geholt habe. Das finde ich voll schön irgendwie. Dann im Mai haben wir irgendwie mein absolutes Springbild. Und zwar war das bei uns auf dem Vereinsturnier im Springreiterwettbewerb. Und das, ich liebe es einfach. Vor allem Alfie guckt da so süß, das ist so knuffig. Im Juni haben wir ein Geländebild. Im Juli ein Bild, wo wir am Strand waren. Und ich finde das auch total cool, weil wir sind ja hier und das Wasser, das spiegelt uns dann noch einmal so auf die andere Seite. Das finde ich irgendwie richtig, richtig cool. Im August habe ich noch ein Bild, wo ich am Strand war. Im September haben wir ein Bild, da war ich auch auf dem Turnier in Bruchmühlen und da war halt so ein Sonnenblumenfeld und da sind wir dann reingeritten. Das war auch voll schön, finde ich. Im Oktober haben wir ein Bild, was wir im Herbst gemacht haben. Das ist auch einer meiner Lieblingsbilder. Im November auch wieder eins vom Geländetraining, wo wir gerade ins Wasser geritten sind oder gerade im Wasser drin waren.
Und als letztes im Dezember ein Bild mit dieser Mütze, die ich gerade aufhabe. Das finde ich auch total cool. Das sieht so schön aus, vor allem, weil dieses Fell hier, da ist halt so eine Farbe wie von Alfie mit drin und deswegen finde ich das so schön. Und ja, das war's auch schon mit dem Kalender. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch einmal auf den Stirnriemen zurück. Und zwar habe ich den von Strassparadies. Und zwar wollte ich mich richtig, richtig doll bei Madeleine bedanken, dass sie mir den zur Verfügung gestellt hat, damit ich den an euch verlosen kann. Auf jeden Fall könnt ihr euch bei Madeleine auch etwas bestellen. Und zwar macht sie Stirnriemen, sie kann an Halfter, kann sie Glitzersteine dran machen oder auch Armbänder. Ich werde euch die Seite in der Infobox verlinken und da könnt ihr euch dann halt aussuchen, welche Farben die Strasssteine haben sollen und so. Und da, sie macht das auch sehr, sehr hochwertig. Und zwar sind die Steine nicht nur geklebt, sondern die näht sie alle einzeln ein. Also das ist schon sehr, sehr schön. Und zwar, damit ihr diesen Kalender und den Stirnriemen gewinnen könnt, müsst ihr in die letzten drei Adventsverlosungen schauen. Und zwar habe ich euch da ja genau die Wörter eingeblendet. Und da sind halt immer einzelne Strophen drin. Und in diesem Video habe ich euch auch nochmal eine Strophe eingeblendet, überall irgendwo. Und ja, ihr müsst mir jetzt einfach in die Kommentare schreiben, wie das Gedicht dann lautet. Und dann gibt es nochmal ein extra Video, wo ich euch dann den Gewinner sage von den Stirnriemen und von diesem Kalender. Aber ihr müsst auch darauf achten, dass ihr das alles in der richtigen Reihenfolge schreibt. Ja, also ihr könnt teilnehmen bis zum 21.12. Das ist dann der nächste Mittwoch. Ja, dann am Donnerstag gibt es dann das Video, wo dann der Gewinner bekannt gegeben wird. Und schaut bitte noch einmal alle in die letzten Videos, ob ihr wirklich nicht gewonnen habt oder platziert wart. Weil ja, es haben sich sehr viele von den Platzierten noch nicht gemeldet. Und ja, das wäre dann halt sehr, sehr schade, wenn ihr die Sachen nicht bekommt oder andere dann traurig sind, weil sie daran teilgenommen haben und ja, sie halt nicht gewonnen haben oder platziert waren und die dann platziert waren, die sich in echt gar nicht melden. Das wäre schade. Ja, also ich wollte mich jetzt noch einmal ganz, ganz doll bei meinen Abonnenten bedanken und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ciao!